Hallo, schön, dass du heute mit mir zusammen die schöne Technik des Dot Painting ausprobieren möchtest. Diese Maltechnik kommt aus Australien. Dot ist Englisch und heißt Punkt. Wir machen also gleich ganz viele bunte Punkte, aus denen am Ende ein Bild entsteht. Du brauchst dazu erst einmal ein Material deiner Wahl, das du verschönern möchtest. Zum Beispiel Steine oder einfach Papier. Dann brauchst du Farben. Ich habe hier Acrylfarben genommen. Du kannst aber auch Plackerfarben verwenden oder, wenn du so etwas nicht zu Hause hast, auch einen Filzstift. Um dann die Farben aufs Papier zu bringen, brauchst du verschiedene Hölzer in verschiedenen Dicken. Zum Beispiel so oder, wenn du sowas nicht hast, kannst du auch Wattestäbchen verwenden. Und dann legen wir gleich los. Jetzt holen wir uns ein bisschen Inspiration aus der Natur. Ich habe hier zum Beispiel verschiedene Tiere ausgeschnitten, wie die Schlange oder das Känguru. Du kannst aber auch einfach ein natürliches Material benutzen, das du dann verschönerst wie diesen Stein. Damit fangen wir jetzt mal an. Als erstes tue ich meine Farben auf meine Palette. So, zuerst mache ich ein paar große Kreise, zum Beispiel mit Gelb. Die kann ich überall, wo ich gerne möchte, auf dem Stein verteilen. Ich tunke immer mein Wattestäbchen in die Farbe und verteile dann gleichmäßig die Farbe auf meinem Stein. So, noch einen Kreis hier oben. Jetzt ist die Grundlage schon fertig. Jetzt musst du ein bisschen warten, bis diese Farbe getrocknet ist, bevor wir mit dem nächsten Schritt weitermachen können. So, unser Stein ist mittlerweile getrocknet. Jetzt können wir mit dem richtigen Dot Painting loslegen. Ich tauche mein Wattestäbchen in die weiße Farbe und fange in der Mitte von den gelben Kreisen immer an. Also ich mache hier in der Mitte einen weißen Punkt. Hier in der Mitte einen weißen Punkt und beim großen Kreis auch einen weißen Punkt in die Mitte. So, jetzt nehme ich mir ein neues Stäbchen für die nächste Farbe. Da nehme ich gerne Orange. Jetzt kann ich um den weißen Punkt herum viele kleine orangene Punkte machen. So. Das wiederhole ich jetzt auch bei den anderen Kreisen. Du merkst vielleicht, dass du verschieden große Kreise machen kannst, je nachdem, wie doll du das Wattestäbchen aufdrückst. Da kannst du ein bisschen experimentieren und so verschiedene Muster machen. Jetzt nehme ich die braune Farbe für den nächsten Kreis.
Jetzt habe ich ja schon den Rand von meinen ursprünglichen großen gelben Kreisen erreicht, aber davon lasse ich mich nicht beirren und mache einfach so weiter wie bisher. Ich fange zum Beispiel jetzt wieder mit dem Weißen an und mache einfach meinen Kreis weiter. Jetzt kannst du einfach weitermachen. Nimm einfach eine Farbe, die du möchtest, und leg los. Viel Spaß dabei!